Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit, die heute wirklich ganz kurz ist, denn wir machen eine Verlosung. Es ist soweit, ihr habt es schon gesehen tatsächlich und mich darauf hingewiesen und ich komme gar nicht hinterher. Wir haben 666 Abonnenten. Und da die Zahl ein bisschen Unglück bringt, fallen wir heute mal in die 667 Abonnenten. So, 667 Abonnentenverlosung. Ich habe euch gesagt, es gibt jetzt mal eine Haarbox. Passend zu meinem neuen Haarfarbchen. Was für ein Satz. Was für ein Satz. Ich habe einen Friseur. Ihr habt es vielleicht im Short schon gesehen. Ich habe eine Überraschung bekommen von meiner super lieben, besten, tollen Freundin. Und war bei einem Disney-Friseur in Osnabrück. Ich wusste nicht, dass es existiert. Wenn ihr den kanntet, schreibt mal unten rein und sagt mir Bescheid. Wahnsinn. Alles, ich kann euch ja ein Video einblenden. Das ist quasi der komplette Salon. Mitten in so einer kleinen Wohnsiedlung. Komplett voller Disney. Alles dekoriert, so ins kleinste Detail. Zum Kaffee an den Tisch kriegt man ein Tassilo voll mit Kaffee. Und es stehen Figuren rum für den Platz, an dem Cinderella, also jeder Platz hat quasi eine Disney-Prinzessin als Motto. Ich saß bei Tiana, meine Freundin bei Cinderella. Sie hätte ein blau glitzerndes Glas für ihr Wasser bekommen. Die Inhaberin Julia Tews ist dann plötzlich erschienen im Disney- oder im Prinzessinnenkleid und hat gesungen. Ich habe mich komplett zusammengerissen, nicht laut mitzusingen. Ihr Lieben, es war so das Schwerste an dem Tag, weil es tatsächlich komplett, es war so ein richtiger Zauber, ne? Wenn sie nicht gesungen hat, dann lief halt im Hintergrund Disney-Musik und vielleicht ist das für einige zu viel, aber da muss man da ja nicht hingehen. Also für mich war es wirklich unglaublich schön, also wirklich auch sich mit Leuten zu unterhalten, die genauso bekloppt sind wie man selber, ne? Lust auf Disney haben. Ich hatte auch meine Friseurin, die mir meine Haare rot gefärbt hat, das Ariel-Programm durchgezogen hat tatsächlich. Das war auch die liebe Jenny, also eine andere Jenny. Und wir haben uns dann auch über Marvel etc. unterhalten. Das gehört ja auch zu Disney. Und es war einfach, die Beratung war toll, es hat Spaß gemacht, es war die Stimmung, ne? Es war insgesamt einfach, kann man sich vorstellen, eine ganz andere Stimmung. Es war einfach zauberhaft. So, weiß ich auch nicht. Ja, richtig toll. Eine Riesenüberraschung. Ihr seht es vielleicht auch auf den Fotos, auch im Short habt ihr es gesehen. Ich wusste halt nicht, was kommt. Ich hatte mich auf einen Spa-Tag eingestellt. Leider, aber ein bisschen falsch. Und dachte entsprechend, ich schminke mich mal nicht und bin bereit zum Abtauchen. Daher bin ich auch auf den Bildern nicht geschminkt. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Was soll's? Was soll's? Ja, und nun habe ich die neue Haarfarbe. Nach dem Ariel-Programm, also das Ariel-Programm ist, glaube ich, färben, schneiden, föhnen und so weiter. Dann gibt es, weiß ich nicht, Pocahontas, das ist eine Föhnfrisur, also es wird quasi geföhnt wegen dem Wind, ne? Dem Farbenspiel des Windes und so. Es gibt, glaube ich, Elsa für blonde, platinblonde Strähnen und solche Sachen. Es gibt Jasmin, glaube ich, für eine Abendfrisur, also so wirklich komplett durchdacht, Leute. Ich verlinke euch den Kanal von Jenny mal unten. Und dann könnt ihr auch mal schauen. Also wirklich, ich war total überrascht. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle. Ich wollte euch eigentlich zeigen, was ich euch verlose. Aber weil wir beim Thema Haare sind, genau, muss ich das jetzt mal so ansprechen. Ihr bekommt von mir eine Haarbox. Ich habe es euch versprochen. Eigentlich hätte ich gesagt, sechs Produkte wegen der Abonnentenzahl. Aber da wir ja jetzt die 667 feiern, habe ich sieben Produkte reingetan. Was soll's, ne? Ich öffne die gleich, zeige euch, was drin ist. Ihr bleibt dran, um zu erfahren, was ihr dafür tun müsst, um sie zu gewinnen. Und das Gewinnspiel läuft eine Woche. Wir machen eine Woche. Heute ist Mittwoch. Bis nächsten Mittwoch, das ist dann der 10. Mai, 23:59 Uhr, läuft das Gewinnspiel. Und wir schauen mal rein. Ihr bekommt von mir diese super stylische. Oh nein, sie hat einen Ditcher. Seht ihr das? Ja, dann bekommt ihr eine andere Goodiebox. Lasst euch überraschen. Ihr bekommt eine Goodiebox von mir ohne Ditcher. Na toll. Gut, wisst ihr Bescheid. Da drin befinden sich Haarprodukte. Und es riecht schon schön. Es riecht schon schön. Ich habe euch ein bisschen was zusammengestellt und eventuell packe ich einfach noch was dazu, weil ich Lust habe. Ich habe halt relativ viele Haarprodukte,
weil ich selber kaum welche anwende. Ich bin ziemlich vorsichtig, einfach schon wegen der Haarfarbe. Ich habe Angst, was kaputt zu machen. Da sind auch verschiedene Rottöne drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier seht ihr das ganz gut, glaube ich, ne? Ja, und erstmal habe ich Angst wegen der Haarfarbe, weil Rot sich sowieso super leicht rauswäscht, super schnell rauswäscht. Dann müssen das schon die richtigen Produkte sein. Und dann ist das ja auch noch so, dass ich meine Haare so angezüchtet habe, dass ich sie nur noch einmal die Woche waschen muss. Und das möchte ich mir auch nicht versauen. Guck mal jetzt, guck mal, guck mal. Ich war als Überraschung am Freitag beim Friseur. Da wurden mir die Haare natürlich gewaschen. Und jetzt haben wir Mittwoch. Und so sieht es noch aus, ne? Also das ist harte Arbeit gewesen und hat tatsächlich, ich meine fast, ja doch so ein Dreivierteljahr hat das gedauert. Das war in der Corona-Zeit, wo wir wirklich das Haus nicht mehr verlassen haben, ganz am Anfang. Und ich habe mir gedacht, ich nutze das jetzt und therapiere meine Haare aus. Hab sie, es ist ein komplettes Haarvideo jetzt, ihr Lieben, habe sie ausfetten lassen. Eigenfetttherapie, wie heißt das? Keine Ahnung, wie es heißt. Ich habe es intuitiv gemacht. So, heißt Homeoffice einschließen. Kinder waren ja eh irgendwie verboten draußen. Also hier bei uns war es ganz schlimm. Wenn du mit einem Kind rausgegangen bist, haben sie alle Abstand genommen. Weil es jetzt damals noch hieß, die Kinder verbreiten den Virus und kriegen keine Symptome. Also waren wir fast nur drin. Wir haben Garten, ne? Also da waren wir schon. Waren dann irgendwann später auch spazieren. Aber du hast halt keine Menschen gesehen. So. Und dann, du warst ja auch mal einkaufen. Ja, also man hat schon das. Ihr wart doch alle dabei, ihr wisst doch alle, wie es war. So, und dann habe ich nämlich angefangen, meine Haare nicht mehr richtig zu waschen mit Shampoo und so weiter. Heißt, ich habe sie schon, wenn ich geduscht habe und so, habe ich sie durchgewaschen, aber ohne Shampoo. Einfach wirklich, ich habe die machen lassen. Ich habe sie durchgekämmt, regelmäßig immer wieder durchgekämmt, damit das einfach sich auch verteilt und die komplett im Großen und Ganzen sich aneinander gewöhnen und gesund werden und habe, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, also immer so ein paar Wochen das tatsächlich durchgezogen und dann immer, wenn ich sie gewaschen habe, versucht es wieder noch länger herauszuzögern, bis ich sie wieder gewaschen habe und nach einem Dreivierteljahr war es soweit, dass ich tatsächlich da an dem Punkt war, an dem ich heute bin, dass ich sie einmal in der Woche wasche, Sonntag. Und Freitag bin ich schon so, dass ich sage, ja, man könnte jetzt auch Trockenshampoo benutzen oder ich mache die Haare zu. Aber ihr seht das jetzt. Ich habe die Freitag gewaschen und wir sind am Mittwoch jetzt, ne? Also das ist fast eine Woche. In 2 Tagen ist die Woche um und das ist der aktuelle Stand. Und das ist, ja, bin ich sehr froh drüber. Hier ist eine Strähne. Wo bist du? Da. Und das möchte ich mir halt auch nicht versauen. Daher benutze ich nicht viele Haarprodukte, probiere mich da nicht sehr durch und habe mehr für euch abzugeben. Tada! So, schauen wir mal rein. Das hier ist eigentlich mehr so ein kleines Goodie, ne? Ich gebe euch einen Kamm dazu. Der ist aus der My Little Box. Dann bekommt ihr von mir das Ayurveda Shampoo. Das ist so beliebt. Ich benutze es gar nicht. Das ist Quatsch für mich. Die rose Variante. Das ist irgendwie auch ein richtiges kleines Abenteuer. Ihr könnt das hier aufmachen, in die Verpackung reinschauen. Da gibt es da irgendwie noch ganz viele tolle Tipps und Tricks und warum ist ein Shampoo ayurvedisch, was bedeutet das, etc. Wir haben eine große Größe drin. Seht ihr hier was? Ah, schon ein bisschen Sneak Peek. 200 Milliliter von Kadi Naturkosmetik. Das ist dabei. Dann haben wir für alle, die es auch ausprobieren möchten, ein festes Shampoo. Und ich habe euch das ausgesucht, was ich vom Duft her am schönsten finde. Ich benutze kein festes Shampoo, aber ich benutze das zum Pinselreinigen, habe ich euch schon erzählt. Und da habe ich auch am liebsten diese Sorte, weil es einfach super schön riecht. Heißt, wenn ihr kein Trockenshampoo benutzen wollt, gar nicht schlimm. Trockenshampoo ist wieder falsch, ne? Festes Shampoo, dann als Pinselreinigung, bitte. Dann habe ich hier ein Shimmerspray. Das war jetzt in der aktuellen Goodiebox, oder? Ich glaube, es war die letzte Goodiebox. Ein Shimmerspray für die Haare. Ich habe es nicht ausprobiert. Das bekommt ihr von mir. Vegan und produced in Sweden. Aus Schweden kommt es. Die Marke heißt Maria Nila. Kennen wir auch. Genau. Das ist kein Haarspray. Also hier seht ihr beim Halt 0. Ne? Also das hat keine Haltfunktion, aber es soll schimmern. Eigentlich ganz cool. Ich könnte es auch probieren, aber kommt, kriegt ihr. Dann habe ich ein Shampoo von Gliss-Kur. Schwarzkopf benutze ich nicht. Total Repair Gliss-Kur, weiß ich, ist super, habe ich früher auch benutzt.
Fand ich gut. Von Sias gibt es ein Haarspray, das diesmal funktioniert. Und zwar ein Volumen-Haarspray Lift. Und etwas ganz Neues. Es gibt jetzt eine Kooperation, schweres Wort, zwischen Taft und Gliss, als beides Schwarzkopf. Taft ist ja für Halt, Gliss für Reparatur. Und die beiden zusammen haben so ein Sleeky Smooth Glättungscreme für geschmeidiges Haar rausgebracht. Eine Glättungscreme. Das ist ein ganz neues Produkt. Das war in der InStyle-Box, meine ich. Und es ist wirklich neu zum Ausprobieren für euch. Probiert es aus, berichtet mir gerne. Das packe ich auch dazu. Und dann, passt das gar nicht mehr rein, werde ich euch noch, jetzt haben wir 7 Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Davon ist eins ja nun Goodie und eins benutzt vielleicht nicht jeder, weil es ein festes Shampoo ist. Ich packe euch noch was dazu als Überraschung. Zum Thema Haare. Also, wer schon immer eine Haarbox haben wollte, ich weiß, ihr habt es gesagt, dann bekommt ihr es, macht gerne mit bei der Verlosung. Was müsst ihr denn tun? Ihr schreibt mir eure Haarfarbe drunter. So, und zwar gar nicht meine Haarfarbe ist, sondern einfach nur die Farbe. So, damit auch nicht jeder gleich in die Kommentare gehen kann und schauen kann, was muss ich denn schreiben? Ach so, meine Haarfarbe ist. Nee, ihr schreibt mir einfach eure Haarfarbe drunter. Hashtag 667. Hashtag Verlosung. So, das war's schon. Ich lose aus in einer Woche. Das Verlosungsspiel, die Verlosung endet am 10. Mai 23.59 Uhr. Ihr dürft mitmachen, wenn ihr 18 Jahre alt seid. Wenn ihr Abonnent von meinem Kanal seid, fragt mich auch gerne, ob ich sehen kann, dass ihr Abonnent seid. Könnt ihr in den Kommentaren machen. Öffentlicher Abonnent müsst ihr sein, damit ich euch in den Lostopf werfen kann, sonst ist es einfach unfair. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir eure Haarfarbe rein und ihr müsst bitte in Deutschland wohnen. Deutschlandweit kann ich versenden, ab 18. Alles nochmal zusammengefasst, weil ich so viel rede, findet ihr unten in der Infobox. Da stehen alle Teilnahmebedingungen drin. Und dann melde ich mich mit der Auslosung. Es wird jetzt eine andere Box, habe ich euch gesagt, weil hier ein Ditcher dran ist. Schade, Marmelade. Aber gut, ich habe genug Goodieboxen. Eine Goodiebox wird es werden. Dann bin ich gespannt, wer alles mitmacht und welche Haarfarben ihr so tragt. Wir sehen uns wieder. Danke fürs Mitmachen schon mal und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.